Sie hören den Artikel Tom’ s Diner, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Tom’ s Diner ist ein A-cappella-Lied der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Susan Vega. Das Lied wurde 1981 geschrieben und 1987 auf Vegas Album Solitude Standing veröffentlicht. Bekannt wurde das Lied, nachdem Vegas Gesang von der britischen Gruppe DNA Disciples für einen Remix verwendet wurde. Inhalt: Das Lied beschreibt das lyrische Ich bei einem kurzen Aufenthalt in einem Café, Tom’s Restaurant in New York City. Die Person trinkt einen Kaffee, liest die Zeitung und beobachtet eine Frau, die ebenfalls das Café betritt. Draußen regnet es. Man kann das Kirchengeläut einer nahegelegenen Kathedrale hören, was die Person an die vorangegangene Begegnung mit einer ungenannten Person erinnert. Am Ende verlässt das lyrische Ich das Café, um einen Zug zu erwischen. Aufnahme: Ursprünglich dachte sich Vega das Lied als eine einfache Komposition mit Klavierbegleitung. Da sie jedoch kein Klavier spielen kann, entschloss sie sich für den ungewöhnlichen Weg einer A-cappella-Aufnahme. Die eigentliche Aufnahme geriet entsprechend sehr einfach. Es ist lediglich Vegas Gesang zu hören, der mit keinerlei Toneffekten versehen wurde. Das Lied wurde nicht als Single aus dem Album Solitude Standing ausgekoppelt, sondern das Lied, das auf dem Album auf Tom’ s Diner folgt, Luca. Ein kommerziell recht erfolgreicher Titel. DNA Remix. 1990 produzierten zwei Produzenten unter dem Pseudonym DNA, später DNA Disciples, einen Remix von Tom’ s Diner, in dem sie unter Vegas Gesang einen Rhythmus von Soul to Soul legten und den Ablauf des Liedes so veränderten, dass das von Vega eigentlich nur im Fade-Out gesungene Dip-Dip-Dip als Refrain verwendet wurde. Der Remix entstand ohne Kenntnis und Erlaubnis von Susan Vega. DNA vertrieb den Remix in kleinen Stückzahlen an Clubs. Vegas Plattenfirma A&M erfuhr von der Veröffentlichung und entschloss sich, die Single zu kaufen und selbst zu veröffentlichen, anstatt gegen das Produzententeam DNA gerichtlich vorzugehen. Susan Vega selbst mochte den Remix und war wohl dafür verantwortlich, dass DNA gerichtlich nicht belangt wurde. Der Remix wurde deutlich erfolgreicher als Vegas Original und erreichte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz Platz 1 der Singlecharts. In Großbritannien und in den USA konnte sich der Remix ebenfalls in den Top 10 platzieren. Der Erfolg zog eine ganze Reihe von Interpretationen nach sich, die Vega 1991 auf dem Album Tom’ s Album veröffentlichte. Dazu gehörten unter anderem Versionen von Billy Bragg und R.E.M. oder auch von Peter Behrens, dem ehemaligen Schlagzeuger von Trio. Die Mutter der MP3. Der Erfinder des Audiodatenkompressionsverfahrens MP3, Karl-Heinz Brandenburg, erzählte in einem Interview, dass er gerade bei der Feinabstimmung des Kompressionsalgorithmus war, als er die A-cappella-Version von Tom’ s Diner im Radio hörte. Er war von der Aufnahme begeistert und zunächst überzeugt, dass man die warme Stimme von Susan Vega nicht verlustfrei komprimieren könne. Brandenburg wählte das Lied in der Folge, um sein Audiodatenkompressionsverfahren zu testen. Insofern liegt es auf der Hand zu behaupten, dass MP3 ein Datenformat ist, um insbesondere Tom’ s Diner möglichst audiophil zu komprimieren. Unter Tontechnikern wird Tom’ s Diner darum auch die Mutter der MP3 genannt. Der Artikel Tom’ s Diner wurde von Matthias Klein mit dem Benutzernamen Havelbaude am 4. Juli 2008 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Tom’ s Diner. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionen Autoren aufgerufen werden.